Moin Moin Leute und willkommen zurück zu PyQt. So, heute geht's wieder weiter mit den Buttons und letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man hier so ein kleines bisschen was machen kann mit dem Button, zum Beispiel aus der Application raus oder hier eine Funktion aufrufen. Heute zeige ich euch noch deutlich mehr, was man alles mit Signalen und Events machen kann. Das war bloß der Anfang. Gut, also erstmal jedes einzelne Widget, also sowas hier wie der Button, hat ein paar Funktionen und sogenannte Signale. Und die funktionieren nach einem relativ simplen Schema. Und zwar haben wir hier schon gesehen, wie das Ganze funktioniert. Hier kommt das Widget rein, also zum Beispiel den Button, den wir hier oben erstellt hatten. Der drückt mich fest auf sich stehen hat. Ich zeige euch das Ganze nochmal hier. Wenn ich drauf drücke, dann verschwindet die Application einfach wieder. Und, na, geh weg, ich brauche die Sicht. So. Und hier kommt der Event hin, den wir benutzen wollen. Also was passiert auf diesem Button bei diesem Event? Connect ist einfach immer da. Und hier kommt dann die Funktion rein, die aufgerufen werden soll. Achtung, ohne Klammern hinten. Das heißt, wir rufen hier self.gedrückt auf. Aber Achtung, die Klammern werden von PyCharm automatisch mit reingemacht. Die müsst ihr wieder rausmachen. Ganz dringend. Sonst funktioniert es nicht, weil dann ruft ihr die Funktion auf und verpasst da irgendwie noch ein Argument reinzugeben, etc. etc. Nicht so geil. Deswegen die Klammern hinten raus machen, dann habt ihr sozusagen einen Funktionspointer. Wenn ihr wisst, was das ist, habt ihr meine Videos gesehen. Ansonsten, ja, guckt sie euch an, sie sind gut, hoffe ich mal. Und dann rufen wir, wenn der Button geklickt wird, rufen wir diese Funktion hier auf. Ein Button hat jetzt noch ein paar andere ja, Funktionen, die man auf ihm aufrufen kann. Und zwar sind es zum Beispiel, also jetzt der Button nur als Beispiel. Die anderen zeige ich euch dann, wenn ich die einzelnen Widgets mit euch mache. Die kann man nämlich auch nicht einstellen in dem Qt Designer, deswegen muss ich euch die so zeigen. Und zwar pressed, immer wenn man drauf drückt. Das heißt, ich zeige euch das gerade mal. Achtung, ich mache jetzt meine Maus runter und ihr seht, es kam schon raus, aber meine Maus ist immer noch unten. Ja? Wenn ich jetzt hier wieder wegfahre, dann ist sozusagen, habe ich eigentlich nicht richtig drauf gedrückt. Wenn ich jetzt aber die Maus drauf drücke und loslasse, dann passiert beim Loslassen nichts mehr. Und Loslassen ist der nächste Event. Klickt ist sozusagen eine Kombination aus beiden. Pressed ist einfach, wenn man drauf drückt. Und Loslassen ist, wenn man wieder loslässt, sozusagen. Okay, das muss natürlich auch wieder die Klammern raus. Released ist das letzte Event. Also wenn ich drücke, ihr seht, der Button färbt sich, wenn ich drüber fahre, färbt er sich leicht bläulich. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann färbt er sich dunkelblau, aber es passiert nichts, keine Ausgabe. Und wenn ich jetzt aber wieder loslasse, dann kommt Button gedrückt unten raus. Gut, das sind sozusagen die Events für den Button, damit ihr da ein bisschen rumspielen könnt. Aber Standard ist eigentlich klickt. Ups. Genau, so. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was mehr machen möchte, ich möchte jetzt nicht unbedingt nur printen, was da steht, dann möchte ich vielleicht auch noch Sachen machen, wie zum Beispiel den Text von dem Button ändern oder keine Ahnung was. Das kann ich alles mit Events machen, also logischerweise mit dem Event, weil wir dann hier einen Sender haben. Self.sender gibt mir meinen Sender, der mir das Signal geliefert hat. Das heißt, den Button hier. Das heißt, ich bekomme eine Instanz von diesem Button und ich kann damit machen, was ich möchte. Also self.sender, weil ich ja weiß, dass ich in dieser gedrückt Methode nur von dem Button drauf komme. Immer wenn der Button gedrückt wird, dann komme ich hier in diese gedrückt Methode rein. Und das heißt, ich kann jetzt hier machen, was ich möchte mit diesem Sender. Ich speichere den mir erstmal zwischen in der Variablen und dann kann ich hier so Sachen machen wie, keine Ahnung, ich gebe mir den Text noch aus. Sender.text. Und schauen wir uns mal an, was da passiert. Ich drücke auf den Button und hier kommt jetzt ein Drück mich fest. Was ist denn das jetzt? Drück mich fest ist genau der Text, der auf unserem Button draufsteht hier. Das bedeutet, ich bekomme eindeutig diesen Button hier zurück. Gut, das bedeutet natürlich, dass ich hier auch noch ein bisschen mehr machen kann mit dem Button als nur den Text ausgeben lassen. Sondern ich kann zum Beispiel auch was aufrufen. Und zwar sagen wir Sender.move 100, 100. Okay, mal gucken, was passiert. Starten wir das Ganze mal und wir sehen, wenn ich drauf drücke auf den Button, da verschwindet der Button. Was ist denn jetzt passiert? Okay, jetzt verschwindet er nicht mehr. Aber ich kann einfach sagen, ich verschiebe jetzt meinen Button hier. Ziemlich krass, oder? Macht man normalerweise nicht in der GUI, weil es ziemlich assi ist für den User. Aber man hat Spaß damit. Und das ist die Hauptsache. Man kann jetzt hier auch irgendwelche witzigen Sachen machen, wie zum Beispiel einen Text ändern oder sowas. Also ihr könnt da sehr kreativ werden, glaube ich. Was jetzt aber noch weiter ist, und zwar jetzt geht es weiter mit Events und Signalen. Die sind eigentlich auch ziemlich cool. Deswegen zeige ich euch da noch ein bisschen mehr. Okay,
Also wie gesagt, es gibt für jede Klasse, zum Beispiel für diesen Q-Push-Button, gibt es verschiedene Signale. Clicked, pressed, released, die ändern sich logischerweise für jede Klasse. Also hier ein Label oder sowas wird andere Events haben. Und manchmal, die zeige ich euch dann jeweils, wenn ich die einzelnen Klassen mache, manchmal möchte man vielleicht seine Events selbst schreiben. Und selbst geschriebene Events sind echt geil. Vor allem, wenn wir sie überschreiben wollen. Und dazu können wir die einzelnen Events neu implementieren sozusagen. Das können wir tun, indem wir sagen, okay, wir überschreiben eine Methode. Wenn ihr nicht wisst, was Überschreiben von Methoden ist, dann empfehle ich euch mein Video dazu, auch in Python zu finden. Ich weiß, das sage ich häufig bei der Serie, aber das ist halt einfach irgendwie wichtig. So, hier haben wir jetzt schon ein paar. Wenn ich hier einfach nur Key eingebe, dann sehen wir, was ich hier schon machen kann. Und zwar zum Beispiel kann ich mein Key Press Event überschreiben, ich kann mein Key Release Event überschreiben. Und jedes Mal habe ich hier so komische Q-Key-Events und so, bla bla bla, was will ich denn damit? Naja, ich mache folgendes, ich überschreibe jetzt einfach mal das hier. Und der Key-Press-Event ist sozusagen Draufdrück-Event, also wie dieses Pressed gerade eben hier oben bei dem Button, nur dass wir es jetzt hier über dem Fenster überschreiben. Okay, so, was machen wir denn jetzt? Also Achtung, nicht Key-Press-Event ist nicht für alle nicht für die Maus gedacht, sondern für alle Keys. Also wenn ihr irgendwas drückt, also zum Beispiel A, B oder C oder sowas, dann feuert Key Press Event. Und jetzt können wir erstmal gucken, if E, also dieser Q Key Event, normalerweise schreibt man E hin für kurz für Event. Aber wir haben jetzt hier Q Key Event, deswegen nehmen wir Q Key Event mit. Okay. Wenn dieser QKeyEvent.key, also wenn die Taste, die gedrückt wurde, wenn das gleich ist wie QT. So, und jetzt müssen wir sehen, es hat nicht funktioniert, wir müssen jetzt hier oben noch was importieren von, achso, wir haben QTCore ja schon importiert, das heißt, ich muss hier, egal, ich importiere einfach from PyQT5. Punkt Qt Core importieren wir. Wir wollen ganz speziell eine Klasse haben, nämlich Qt. Und die brauchen wir hier. Ja, genau. So, wenn wir jetzt Qt nutzen wollen, dann schreiben wir Qt.key und dann haben wir hier schon, was hier alles abgeht an Keys. Das heißt, wenn die 0 gedrückt wird, die 1 gedrückt wird, das A gedrückt wird, ja, ihr könnt, glaube ich, selber lesen, Alt-GR etc. etc. Ich hätte jetzt gerne zum Beispiel Key-W. So. So wie beim Zocken vorwärts laufen oder sowas. Gut, wenn wir W drücken, dann wollen wir raus. Self.close. Okay. So, das heißt, wenn wir jetzt W drücken, dann schließt sich unser Fenster. Das ist vielleicht nicht ganz intuitiv, aber ich überlasse es mal euch hier, was Intuitives rauszufinden. Ich wollte was Witziges haben. Genau, wenn ich jetzt das Ganze starte, was passiert dann wohl? Naja, ich drücke, Achtung, ich drücke ein E, passiert nichts. Ich drücke ein Q, ein A, ein S und ein D, passiert nichts. Aber wenn ich jetzt ein B drücke, dann schließt sich meine GUI. Apropos schließen, ich habe hier noch zwei von vorhin offen. Das heißt, wenn ich ein W drücke, dann schließt sich das ganze Fenster. Achtung, ich habe nicht den Button oder sowas, sondern ich habe wirklich mein Fenster genommen und habe diesen Key-Event gesetzt. Das heißt, wir haben hier jetzt eine intuitive Steuerung mittels Tastatur möglich. Wir müssen hier nur jedes Mal den Key abfragen, den wir gerne hätten. Ziemlich cool also und sehr, sehr nützlich. Also ich bitte euch wirklich darum, macht es, weil es ist wirklich geil, wenn man seine Applikation mit Tastatur steuern kann, also auch als Anwender jetzt gesprochen. Gut, also so könnt ihr verschiedene Events überschreiben. Wenn ihr das Ganze beim Button machen wollt, dann müsst ihr was anderes tun und zwar den Button überschreiben, also eine neue Klasse erstellen, die von diesem Q-Push-Button erbt und dann genau wie hier eure Key-Press-Event überschreiben. Also ich zeige euch das ganz kurz nur. Eine Class My-Button und Q-Push-Button hier unten. So, davon erben wir jetzt und dann müssen wir hier Def-Key-Press-Event haben wir hier auch. Wir haben hier ein Key-Press-Event und dann können wir hier sagen, okay, if, keine Ahnung, Q Key Event. Ich kopiere das einfach mal. Mal sehen, was passiert.
Aber Achtung, wenn ihr jetzt hier diesen Button benutzt, das ist jetzt ein Button, ja? Ich sage hier einfach mal My Button dazu. My Button. So. Und jetzt starten wir das. Jetzt haben wir sozusagen unseren eigenen Button erstellt. Wenn ich jetzt. Ah, verdammt. W ist ja immer noch hier. Ich nehme hier einfach mal ein Escape dafür. Punkt Escape. Key Escape. So. Wenn ich das jetzt starte und Escape drücke, dann verschwindet der Button. Tja, das heißt, wir haben unseren Button verschwinden lassen, aber nicht unsere ganze GUI. Die verschwindet nur, wenn wir W drücken. Aber das W, ja, das ist halt hier unten das hier. Okay, das heißt, ja, wir haben hier sozusagen verschiedene Events, die dann auf einzelne Widgets eine Auswirkung haben. Und hier machen wir wieder einen Q-Push-Button rein. Ich glaube, der Button sollte bleiben. So. Und wenn ich jetzt W drücke, verschwindet meine GUI wieder. Okay. Ihr seht aber trotzdem, dass wir so leicht ein bisschen eingeschränkt sind. Wir können nicht wirklich alle Arten von Events machen, die wir hier so gerne hätten. Wir können uns aber eigene Events erstellen. Dazu brauchen wir auch wieder eine Klasse. Class. Und die nenne ich mal einfach eigener Event. So. Und die erbt von QObject. QObject, das muss ich noch importieren, das habe ich noch nicht drin. Und zwar finden wir das auch im Qt Core. Hier Qt Object. Ups. Damit, ich habe Qt geschrieben. QObject heißt das Ganze. So, und jetzt haben wir hier sozusagen unseren eigenen Event. Hier sagen wir einfach mal schließ mich Event. Schließ mich Event. Ist gleich. Und jetzt sagen wir hier Pi QT ohne R Signal. Das heißt, wir erstellen uns jetzt hier ein Signal, das aktiv wird, wenn wir sagen, okay, jetzt möchten wir bitte ein aktives Signal haben. Und dieses Signal ist dann global irgendwie möglich. Allerdings müssen wir das auch noch importieren. Tut mir leid. Pi QT. Da gibt es verschiedene Signale, Bound Signal oder normales Signal. Normale Signale reichen eigentlich aus, also Bound Signals brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vor allem nicht hierfür. Gut. Und wenn ich das jetzt hier auslösen möchte, also jetzt habe ich hier oben die Möglichkeit, ich kann ein Schließ mich Event erstellen. Und jetzt sage ich einfach, okay, ich hätte gerne die Möglichkeit, so ein Schließ mich Event zu erstellen. Also ich erstelle jetzt einen. Dazu gehe ich auf mein Fenster in diese Init-Methode. Und sage self, also ich lege mir eine neue Variable an, self.sig für Signal ist gleich, und jetzt sage ich, ist gleich eigener Event. Das heißt, ich habe jetzt eine Event-Klasse in meinem Fenster drin. Ich habe sozusagen ein Event bei mir rumfleuchen und kreuchen, mit dem ich arbeiten kann. Und jetzt sage ich diesem Event, wann es bitte aktiv werden soll. Upsala. Und zwar sage ich dazu self.sig. Und jetzt kann ich hier sagen, der Schließ mich Event, dieser hier, den wir hier oben erstellt haben über PyQt Signal, der hat die Möglichkeit, auch mit einem Connect verbunden zu werden. Punkt Connect. Und hier schreibe ich dann einfach rein, was passieren soll. Also zum Beispiel wieder diese Methode, so wie wir es hier unten bei dem Button halt auch gemacht haben. Das ist quasi jetzt dieser Clicked Event hier. Und hier kommt dann, keine Ahnung, zum Beispiel self.close rein, wie wir es hier unten gemacht haben. Das ist auch eine Funktion self.close, die mir einfach das Fenster schließt. Okay. So, was mache ich jetzt hier, wenn ich, wie löse ich dieses Signal aus? Naja, dazu brauche ich wieder ein anderes Signal. Ich kann natürlich auch irgendwo in meinem Code einfach sagen, okay, wenn ich jetzt hier unten mein Fenster gezeigt habe, dann soll ich es auch gleich wieder schließen. Aber normalerweise braucht man da schon irgendwie was Sinnvolles. Ihr könnt natürlich das irgendwo jetzt bei euch im Code reinmachen. Das heißt, ihr seid nicht mehr auf so ein Event angewiesen. Das ist jetzt nur leichter zum Demonstrieren. Ihr könnt es irgendwann auslösen. Das konntet ihr halt vorher hier nicht. Das heißt, ihr konntet hier wirklich nur sagen, okay, wenn irgendein Key gedrückt wurde, dann mache ich was. Jetzt könnt ihr das jederzeit in eurem Code sagen, jetzt möchte ich gerne ein Signal auslösen. Das ist der Vorteil von den Dingern. Okay, deswegen sagen wir jetzt hier self.sig. Schließ mich, ja doch, schließ mich Event.emit. Diese Emit-Methode, die wird mir wieder mal nicht angezeigt, warum auch immer.
Diese Emit-Methode bedeutet, ich sende jetzt gerade mein Signal los. Gut. So, und wenn ich das jetzt starte, dann W drücke, dann schließt sich mein Fenster wieder. Das heißt, es hat funktioniert. Wir haben jetzt hier also drei verschiedene Aspekte von Events gefunden. Und zwar einmal, wie verbinde ich irgendein Widget, also sei es das ganze Fenster, wie ich es hier gemacht habe, oder sei es jetzt ein Button, wie verbinde ich den mit irgendeiner Funktion über ein Event? Das heißt, immer wenn dieses Event eintritt, wird diese Funktion ausgelöst. Ich habe die Möglichkeit, größere Events zu überschreiben, die nicht so spezifisch sind. Zum Beispiel der Key Press Event wird jedes Mal gefeuert, wenn irgendein Key gedrückt wird, und zwar global. Also da muss nichts aktiv sein dafür, da muss ich nicht speziell auf den Button drücken, sondern es wird immer dieser Event ausgelöst, wenn ich irgendeinen Key drücke. Und ich habe die Möglichkeit, auch noch eigene Events zu erstellen, hier oben, und irgendwo in meinem Code loszulassen. Und dann passiert halt das, auf das es gebunden ist. Das heißt, ihr seid jetzt richtig fit, was Events angeht. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich habe euch nicht überfordert. Und ja, viel Spaß beim GUI-Schreiben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.